Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem uralten Koop-Let's Play mit Desert Fox. Let's Play Dark Souls. Und ich bin tot. Wow, das war dämlich. Ging ja schnell. Scheiße. Aber ich merke gerade, dass das immer noch sehr, sehr schlecht bei mir hier läuft, oder? Der Fehler mit der Framerate ist echt seltsam. Ich habe noch nie dafür, damit ge davon gehört. Kann es sein, dass da letztlich mal ein Patch da war oder sowas? Um Keine so zum Ahnung. Beispiel so Lagstepper zu verhindern? Ja, die gibt's immer nur. Weiß ich ja nicht. Ich habe es erst Soll ich vielleicht mal gestern das meinen erste Mal PC davon neu gehört. starten, weil ich habe das immer noch, dass das nicht so wirklich flüssig läuft. Ich schätze mal, sobald ich wieder in deiner Welt bin, wird das jetzt hier wieder. Ich versuche dich nochmal zu rufen. Also setz dein Zeichen ruhig schon mal. Mach ich. Soll ich Keine dir erklären, Sorge. wie das mit den Summoning Signs funktioniert? Nee. Nee, das willst du nicht wissen. Summoning Fade schon wieder. Ich habe Okay, bisher super. hat's mich noch nicht wirklich interessiert, aber erzähl's mir mal. Okay. Also erstmal ist jetzt. Wobei, nee, lass es einfach liegen. Jedes Mal, wenn du dein Zeichen setzt, taucht dein Zeichen auf einem zufälligen Server auf, in einer zufälligen Welt. Und wenn du nach 15 Sekunden ungefähr das Unterschiedliches neu setzt, taucht es in einer anderen zufälligen Welt auf. Also arbeiten wir gerade mit dem Zufallsprinzip. Wobei, setz es mal Ich sehe aber neu. dein Phantom. Oh, Moment, du bist. Wieso liegt es jetzt woanders? Dann habe ich noch ein altes Zeichen von dir gesehen. Du wirst nicht gerufen, Fragezeichen? Nee, aber ich habe gerade dich hier rumrennen sehen, so ein Phantom. Das war's definitiv du. Ich hatte dein Zeichen gerade im Gang, jetzt liegt es in der Ecke. Ja, in der Ecke ist aktuell. Ich versuche es nochmal. Ach, so ein schönes System. Ich werde nicht gerufen. Nee. Ach, das haben sie. Im Eins haben sie es echt scheiße gemacht. Im Zweier gab es ja noch die. Wurdest du gerufen? Nee. Ach, so ein Mist. Im Zweier gibt es ja den Ring. Ja. Das ist erheblich Damit. besser, Ja, aber damit jetzt werde ich zwingst du. gerufen. Jetzt werde Sehr ich schön. gerufen. Damit zwingst du die Leute auf deinen Server, beziehungsweise gehst selbst auf diesen Server. Die Götter sind nichts weiter als eine Art Server. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder rausgekickt werde. Das ist auch seltsam. Das ist jetzt nur bei dir so gewesen, dass ich. Ah, jetzt bist du da. Das ist aber schon wieder so sehr langsam. Ist das so schlimm? Ja. Das ist alles so in Zeitlupe bei mir. Oha. Naja, wenn es gar nicht geht, versuchen wir es später nochmal. Okay, also ich würde gerne meine Seelen zurückholen. Das habe ich mir schon gedacht. Sag mal, hast du den Kerl da oben schon gekillt? Der die Bomben wirft? Das wird wehtun, wenn wir die jetzt nicht sofort schnell killen. Hier unten ist ja nichts. Also hier unten wirft er ja keine Bomben hin, meine ich. Ich Ist habe gerade schon versucht zu lange. parieren. Das lief eher schlecht. Ich kann auch nur irgendwie einen bestimmten Hit von denen abwehren. Warte mal. Aber das geht noch. Schade. Ich hätte ihn jetzt auch erwischt. Lebt er noch? Nee. Der steht nur noch mal auf, aber der ist Okay. tot. Ja, dann kann Also ich mein das Leben ist so, nehmen. das ist irgendwie, das ist noch so, der hat noch die Reste vom irgendwie vom Gehirn sind auch aktuell. Es war übrigens nur der Flamestone Plate Ring. Den Doppelring, den gab es irgendwo anders. Ich weiß nur nicht mehr wo. Gab's nicht einen den Typen da, wo von dem Käfigschlüssel, den man da, der verkaufte doch irgendwie auch zwei Ringe irgendwie, einmal glaube ich Magic Resistance und einmal Donner Blitz. Resistance oder sowas. So, du solltest rennen. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ob ich's So schaffe. langsam? Nee, Nee. ernsthaft. Ich renne direkt zu dem Kerl. Schau mal, ob der Oh, der hat direkt aber ist. zwei Bomben direkt hinterher geworfen. Wo soll ich Oh. hinrennen? Zu dem Steinwerfer, zum Riesenhoch. Ja, ich renne einfach den Bomben hinterher. Den Bomben hinterher. Wow. Oh, Scheiße. Au. Lauf! Nein, es geht nicht! Es geht nicht! Ich bin sowas von tot, ich komme hier Was nicht zum weg! Hustler? Ich komme hier nicht, scheiße, ich bin tot! Oder?
Nee, ich lebe noch. Ich habe gerade 3 oder 4 Heiltränke verbraucht, dass du lebst. Also ich hoffe mal, dass du noch lebst. Ich lebe noch. Aber ich komme da nicht durch. Der wirft seine Bomben so beschissen. Ja, aber jetzt kannst du ja das Pattern bestimmen. Jetzt schmeißt du sie ja erst nach dir und nicht nach mir. Hoffe ich. Ich könnte sie nach oben einfach angreifen. Ja, nee. Stimmt. So, ich muss mal schauen. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Sind wir das nicht irgendwie alle? Vor allem mit der Waffe. Wieso bevorzugst du schnellere? Nicht, dass ich es bevorzuge, aber ich habe in letzter Zeit schnellere benutzt. Katanas? Fuck! Bist du tot? Ach Quatsch. Ich doch nicht. Katana oder Speere? Ich habe in letzter Zeit jetzt das Katana benutzt, das Uchi-Katana. Ich meine, ich war ja auch noch ganz am Anfang. Aber shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache kaum Schaden. Aber ganz genau. Wow, der Dragaflord Sword Dance geht sogar die Treppe hier runter. Zack, er ist tot. Ja, super, jetzt habe ich. Jetzt hätte ich auch das gegastet. Oh. Okay. Erkunden wir hier alles oder nur die Hälfte? Was wichtig ist, zum Beispiel ein Shortcut. Also eigentlich alles. Naja, wobei ich will nicht da runterspringen. Und ich weiß nicht. Wollen wir den Sarx, wie heißt er? Du meinst den Typen da, der die ganze Zeit die Bomben da ins Loch reinfällt, Nee, die Quatsch, den fällt. Prinz meine ich. Was? Den Prinz. Den Prinz? Rickard. Heißt er Rickard? Nee. The Fresh Prince Rickard. of Bel-Air. Ach Quatsch. Falscher Prinz. Fuck. Bist du runtergefallen? Oder Ja, bist war du aber in der. knapp. Ja, du bist runtergefallen. Ja, ich wollte die Crossbow. Ja. Nee, Wie? verpasst du jetzt meinen magischen Fight gegen diese Kobra-Schlange da unten? Es gibt den NPC, der vor dem Divine Blessing ist. Ach, du meinst Richard. Ja, genau. Ich weiß gut nur nicht, wie sein vollständiger Name ist. Ich weiß nur, oder nennen wir ihn ganz nach deutschem Vorbild Richard. Oder heißt er einfach nur Ich kenne ihn nur, Prinz? weil Richards Rapier, also, oder Richards Ich glaube, er Rapier. heißt Prinz Rickard oder sowas in die Richtung. Ist jedenfalls Hollow gegangen, ist jetzt so ein bisschen mad. War der Händler was für mich? Der Händler hat Ah. hier Ausdauerregeneration, war nicht so schlecht. Und schwarze Feuerbomben, grüne Shards für Magie, für Divine auch, brauche ich grüne Shards? Was brauchte ich denn nochmal für meinen Speer? Jetzt weiß ich auch, was ich in der gemalten Welt von Aramis wollte. Ich wollte diesen Rapier holen, das die da hatten. Das Magic Rapier. Das wäre ja ideal für mich. Jetzt habe ich Das bestimmt jetzt. Rapier. Ja, nee. Ja doch. Ein Raycards Rapier. Mal gucken, ob ich das jetzt geholt habe. Nein, ich Ich habe habe jetzt einfach natürlich. mal grüne Shards geholt. Ja, super. Habe ich jetzt natürlich nicht geholt. Ach, fuck. Nee. Kann man aber anders machen. Ich habe einen Boulder Swagsword. Oh ja, hast du es gefarmt oder hattest du Glück? Ich glaube, ich hatte Glück. Hab einen Boulder Swagsword auf plus 4. Was hab ich noch? Wieso hab ich denn. Hä? So, Jetzt hab ich denn die Cage-Key. Pyromantieflamme auf plus 7? Pyromantie? Ich dachte, du bist Magier. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ich hatte so viel Seelen übrig, weil wir so viel Koop gemacht haben, dass ich mir gedacht habe, ich verschwende die jetzt einfach. Eine Pyromantieflamme. Ja. Da ist ja nicht wie in Dark Souls 2, wo man irgendwie noch Verbesserung für braucht man einfach nur für Seelen. Ja. Vor allem in Dark Souls 2 wird es wenigstens skalieren. Einigermaßen. Oh Mist. Ach komm schon. Ich habe wieder. Und ich hab's wieder geschafft. Hey. Aha. Es sind immer diese Millimeter. Aber zumindest stirbt man nicht. Ja. Zumal springen nicht eine eigene Taste hat. Hast du den hier, Kerl? Nee, hast du auch nicht getötet.
Ich habe zwei Ass, ist besser gelöst mit Springen zumindest. Get buried. And you die. Da hinten ist doch gar nichts, oder? Nee. Nö, aber ich wollte nicht warten auf dich. Ah, War okay. Also ich langweilig. bin da. Ja, du gehst da rein. Ich gehe da nicht rein. Tschüss. Doch, du gehst da rein. Wie soll ich da reingehen? Weiß ich nicht. Ich gehe nicht in den Käfig. Kannst du vergessen? Doch, los. Nein, doch. Zeit ist riesig schwert, Mann. Okay, ich gehe. Nein! Das war knapp. Das war echt knapp. Naja, es ist der Shortcut aktiviert, jetzt muss ich zumindest nie wieder Sense Fortress machen. Nie wieder. Ich hätte das letztens vergessen, die Abkürzung zu aktivieren, das ist echt immer ärgerlich. Das ist ein bisschen. Das, ne, selbst mit Endgame Gear geht dir das irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. So, ich. So, holen wir noch das stärkste Phantom, das man rufen kann? Nein, wir machen Challenge. Nein, eigentlich ist es nicht Challenge, wir sind zu zweit. Genau, ein Golem. Hallo. Okay. Ich weiß nicht. Meistens lasse ich einfach das Phantom kämpfen, weil mir der Boss irgendwie so auf den Keks geht. Ach so, jetzt bin ich das Phantom, danke. Ja. Wow, ich bin hergegangen. Nö, dann gehe ich hier hinten hin und chill ein bisschen. Kannst du was machen? Ich stelle mich so hin, dass ich zumindest nicht runterfallen kann. Wow, der war echt knapp. Da stand einfach mal gar keiner. Oh, jetzt greift er mich an. Ah, geh weg. Sag mal, wann fällt er denn mehr endlich? Der setzt sich doch immer so ein bisschen zur Ruhe. Ja, wenn du ihm auf die Beine schießt. Jetzt ist er auch tot. Und gebar. Jetzt fällt er. Bah. Huch. Okay, ich wollte nicht die Nachricht lesen, aber gut, ich bin jetzt schon in Anor Londo. Ah, die Katzen überspringe ich meistens. Jetzt schaue ich es mir mal an. Mit den netten Vögeln. War die noch als Vögel bezeichnen? Gargoyle, Alien, Riesenhirne. Was habe ich eigentlich als. Ich sehe jetzt erst, dass man ja Duke's Archives im Hintergrund sieht, wenn man hochfliegt. Das Tolle ist, dass ich Smaug und Dingsbums schon gekillt habe. Auf der anderen Seite heißt es, du kannst dich schon teleportieren. Genau, das ist der Point. Ah. Und das zusätzlich, dass ich das getan habe, bevor ich komplett aus Dark Souls 1 raus bin, weil diese zwei sind nicht gerade, also ich finde die, wenn man nicht gerade richtig gut im Luck ist, finde ich die nicht einfach, die beiden. Also ich kann mein Zeichen hier erstmal nicht setzen. Ich glaube, ich muss den Fahrstuhl runternehmen. Ja. Da, wo der Gargoyle da ist, dann da, dann. Genau. Ich gehe jetzt nochmal ins Feuer und level hoch. Der war knapp. Ich weiß nicht, ob ich meine Waffe sogar upgraden kann. Ich weiß nicht, ob ich mir das Upgrade-Ding geholt habe. Muss ich nochmal nachschauen. Hast du Diamond Titanite? Wozu brauche ich Diamond Titanite? Achso. Ja, ich brauche das. Du brauchst das. Ich habe Funkeltianit. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich will jetzt erstmal ein Divine 2. Obwohl, doch, das brauche ich für mein, für das Rapier. Muss ich nachschauen. Wenn ich das für Grant brauche, dann kann ich es dir nicht geben. Für was? Grant. Ach, du willst. Oh, die Waffe willst du nehmen? Okay. Die ist geil. Ja, weil die Wrath of God drin hat. Okay, ich setze mal auf die Treppenstufen, setze ich mein Zeichen. Oder okay. Gleich. Nee, warte. Nee, gar nicht. Doch, ich muss es auf die Treppenstufen setzen. Ganz am oberen Anfang der Treppenstufen. Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht, wie viel Faith ich für Grant brauche, aber ich schätze mal so 25. 45, glaube ich, hier. Oder war das Strength? Faith nicht so viele. Nee, ich glaube, das war genau das gleiche, was du für Wrath of Gods brauchst. Also 30 und 50 Strength und kein Dexterity. So, hab ich alles? Ich glaube schon.
Demon Titanite. Ach, ich werde das von irgendwie. Ach, ich glaube, in Anolanda gibt es doch da einen, diesen Demon, der so mega stark ist. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gekillt, weil ich keinen Bock dazu hatte. Mega stark ist er jetzt nicht. Ja, ich finde den nur so ein bisschen ärgerlich, weil der nicht aus einem dämlichen Raum rauskommt und im Raum kann man den Schuss schlecht bekämpfen, weil der so eng ist. Ich glaube, er ist der zweitstärkste. Ich glaube, also der stärkste ist auf jeden In Fall Lost der. Izalith. Ja. Also ich bin jetzt beim Ding.